Bis Dezember lag Rosi Mittermeier in einer Krebsklinik in München. Ein schwerer Kampf, bei der ihr die Familie täglich beistand. Als ihr die Ärzte im Münchner Klinikum Großhadern keine Hoffnung auf Heilung mehr machen können, hat Rosi Mittermeier nur noch einen Wunsch. I Mokwam. 3 Wochen später, am 4. Januar 2023, stirbt die größte deutsche Skisportlerin aller Zeiten. Ehemann Christian Neureuther und die Kinder Felix und Amelie bestätigen die Todesnachricht mit den Worten: Wir als Familie geben die traurige Nachricht bekannt, dass unsere geliebte Ehefrau, Mama und Oma nach schwerer Krankheit im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen ist. Deutschland trauert um Goldrosi. Ihr Tod war ein Schock. Denn nur die Familie und die engsten Freunde wussten, wie es um die Doppel-Olympiasiegerin von 1976 stand. Im Sommer erst hatte sie die Diagnose erhalten: Krebs. Die Erkrankung ging vom Unterleib aus, sagt ein Freund der Familie. Die Metastasen haben sehr schnell auch andere Organe befallen. Ende November wird Rosi Mittermeier ins Klinikum Großhadern eingeliefert. Station F21, Gastroenterologie und Thoraxchirurgie. Hier werden die meisten Krebspatienten behandelt. Wegen Corona darf sie nur jeweils ein Familienmitglied besuchen. Ehemann Christian Neureuther ist jeden Tag bei ihr. Sohn Felix kommt so oft er kann. Die meiste Zeit verbringt Tochter Amelie am Krankenbett. Wenn ihr Mann Christian da ist, bereitet er seiner geliebten Rosi in der Stationsküche Grießbrei zu. Zuletzt kann sie kaum noch etwas anderes essen. Die ganze Geschichte lest ihr in der aktuellen Ausgabe der Bunte.